Hallo meine Bros hier im Knast auf Alcatraz. Willkommen bei einer weiteren Folge von The Escapist. Ein Spiel. Ja, hier schon mal ganz weit oben. Ich habe die Toilette kaputt gemacht. Ich bin da. Ich bin es. Taschenlampe. Nein, ich hau die Wärter nicht zusammen. Kapiert ihr das nicht? Holz. Ich brauche jede Menge Holz. Alles Holz, was ihr habt, nehme ich. Kleber. Oh, ich muss doch gleich was holen. Ich weiß, gleich ist Frühstück. Was? Meine Familie hat mich enterbt? Woher weißt du das? Was ist denn hier los? Polizeigewalt? Oh, cool. Es gab noch nicht mehr Ärger. Krieg mich doch, du Eierloch. Ha, 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 ha. Krieg mich doch, du Eierloch. Ich habe iTweaks beklaut. Und jetzt ist Rafe sauer auf mich, okay? Lässt auch mal von mir ab. Jetzt hat er von mir abgelassen, endlich. Rülps, ja, nach dem Essen kann man mal ein Verdauungsrülpserchen machen. Ah, Toilettenpapier brauche ich ja auch wieder. Zwei Rollen, um genau zu sein. Und eine Taschenlampe. Ah, eine Taschenlampe. Ah, die brauche ich jetzt gerade nicht. Eine Seilrolle. Wofür brauche ich die? Das steht hier leider nicht. Ups, ich bringe da ein bisschen was weg. Tinte habe ich mehr als genug. Ich kann schon das nächste Mal ein Stück direkt machen. Ich wollte sagen, gleich kommt doch der Wärter hier wieder zurück. Nichts von dem, was ich brauche. Und ich dachte, es ist ein Wärter wegen der blauen Haare. Gut, dass er Haare hat wie andere eine Mütze. Alter! Wieso seht ihr mich denn dauernd? Ich bin kein guter Dieb, wie man gerade merkt. Ich muss auch gleich mal gucken, ob ich noch... Ich habe ja ein paar neue Aufträge, glaube ich, angenommen. Oh, Pfefferminzbonbons. Irgendjemand wollte doch von mir... IT möchte Tinte, okay? Und Schlaftabletten, das heißt, die brauche ich gar nicht. Hm, schade. IT, die muss also noch einmal Tinte mitnehmen und Schlaftabletten, wenn ich die finde. Jetzt finde ich überall eine Taschenlampe, leck mich doch. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Ich habe noch überlegt, wie in der Zahnbürste. Wieder die Zahnbürste, die gute, ne? Und hier war ich. Ups.
Ich bin sehr verdächtig. Boah, das ist aber knapp. Das ist ganz, ganz knappes Ding. Ganz knappes Höschen. Mittagsappell, da hole ich mir mal meine Tinte. Und gib die mal weg. Du magst mich? Ja, hier. Kriegst von mir Tinte. Dankeschön. Übrigens, kleine Anmerkung. Jemand hat für mich eine Karte gemacht, wo ich mal hier ausbrechen soll. Aus seinem Gefängnis. Können wir mal machen. Ich möchte natürlich gerne hier vorher aus Alcatraz ausbrechen. Und danach mache ich deine Karte. Versprochen. Nicht, dass du dir jetzt denkst, ich ignoriere dich oder so. Ich mache das tatsächlich. Ich spiele die Karte auch. Ich muss mal gucken, wie ich dann an die Karte rankomme. Und wie wir das Ganze dann hier machen. Aber erstmal will ich hier ausbrechen. Eins nach dem nächsten. Ich hoffe, ne, ihr, du verstehst, dass ich nicht jetzt hier das Let's Play abbreche, um die nächste anzufangen. Sondern ich möchte... Also es ist nicht ein Let's Play, sondern die Karte, sondern ich möchte schön eine Sache zumindest zu Ende bringen. So, aus eigenem Ehrgeiz heraus. Ich habe folgende Sache gestohlen. Magazin. Kannst du mir eine kleine Belohnung, wenn du es mir zurückbringst? Ich probiere es mal. Und da schon wieder die Klebe. Was hast du? Verprügeln. Und wenn ich es lese? Nein. Feuerzeug. Ja, natürlich. Feuerzeug habe ich tonnenweise hier gesehen bis jetzt. Jetzt werde ich gar keine mehr finden, ich weiß das. Immer das, was ich suche, finde ich nicht. Ein Poster, da habe ich schon aus dem Magazin mir ein Poster gemacht. Und ich brauche Holz, jede Menge Holz. Und zwar nicht Holz vor der Hütte. Hallo! 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 Ich komme hier echt aus allen Ecken. Scheiße, scheiße. Oh, oh, habt ihr gesehen, wie ich geflogen bin? Und jetzt ist mein Beutel weg. Natürlich ist mein Beutel weg. Oh, ich will den angreifen. Das geht nicht. Ich kann den Direktor nicht angreifen. Mein schöner Beutel. Gab es hier für jemanden in die Fresse? Weiß ich nicht. Nee? Okay. Was hast du für mich, Hightweak? Nichts, was ich brauche. Ist da ein Wärter drinne? Da ist ein Wärter drinne. Das ist doch scheiße, ehrlich. Gut getarnt im anderen Spieler drinne. Was ist denn hier los mit den Wächtern? Können Sie mich ja mal in Ruhe klauen lassen, oder? Die Werte für ein Krankenhaus, die beklauen mich. Warum sollte sonst immer Geld weg sein? Talkumpuder. Achso, jetzt will da oben Nachschlag. Erst sagen, es schmeckt wie Fraß und es ist kein Essen und so, ne? Und dann... Lebenspunkte ist auch nix. Boah, unbedingt mehr Lebensenergie. Aber die sinkt viel zu schnell herab bei dem Spiel, muss ich ehrlich zugeben. Du kannst ja trainieren wie so ein Blöder, aber wirklich oben bleibst du ja nicht. Ohne dass du zusammengeschlagen wirst, fällt dir ja dauernd runter. Schön Kui, Kui, Kui.
Jetzt kann ich leider hier oben nichts mehr klauen. Bisschen Stress abbauen. Ja, eine kühle Dusche. Dieb entfernen. So, nehmen wir mal die ganzen Ferndinger weg. Aha. Weiß ich noch nicht. Weil das ist wieder sowas von anderen wegnehmen, ne? Genau das, was ich gerade weggepackt habe. Irgendjemand wollte doch Magazin. Nein, natürlich jetzt nicht mehr. Das ist ja nett. Schlaftabletten. Irgendjemand wollte Schlaftabletten, aber... Ah, 30 ist ganz schön teuer. Ich glaube, hier war ich schon durch. Ach komm schon, ein bisschen Holz. Es kann doch nicht so schwer sein, hier Holz zu finden. Anscheinend ja. Kann ich nicht einen Auftrag geben, ich brauche Holz und dann kommen dann Leute zu mir? Das war knapp, das war richtig knapp. Ich war draußen, der davor hat das doch auch nicht gesehen. Das sind die übelsten Zimmer hier. Zum Glück, das meint mir mit das übelste Zimmer. Wer hat sich geprügelt? Wer hat sich geprügelt? Ich hab's gehört. Jemand wollte ein Feuerzeug, das weiß ich. Basu! Nette Sachen. Mein Glücksbringer ist mir von den diebischen Händen von Melon Army entlang an Armbrüchen und hol ich mir zurück. Ja. Wo ist denn der gute Basu? Das Spiel ist auf jeden Fall teilweise ein gutes Gedächtnistraining, welches bei mir inzwischen total schlecht ist. Was ist denn der Basu? Vielleicht hängt er hier wieder in einem Raum drin, wo er nicht rauskommt und keiner kriegt's mit. Kann doch wohl nicht sein. Wo zum Teufel ist Basu? Ich habe keinen Basu mehr gefunden. Ich bin sogar so vorbildlich, bin sogar vor allen anderen da. Super, ne? Und ich habe kein Holz gekriegt. Wo haben wir denn wieder... Da ist Basu. Alles nichts, was ich brauche. Ich hätte mir gewünscht, ein bisschen Holz zu kriegen. Ah, irgendwie hat keiner Holz für mich. Ah, ohne Holz brauche ich auch nicht weiter graben. Hm, und ich habe auch nichts Verbotenes hier drin. Na gut, dann war das mal ein entspannter Abend, ein entspannter Tag. Wir haben nicht wirklich was geschafft, außer ein paar Aufgaben zu machen.
Schade drum, also eine Aufgabenfolge. Dann hoffe ich, dass wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wiedersehen, dass wir dann ein bisschen Holz kriegen und damit wir weitergraben können. Wir bräuchten extrem viel Holz. Vielleicht müssen wir mal gucken, ob wir da oben an den Job rankommen könnten. Ja, mal gucken, ob wir das in der nächsten Folge machen. Wir versuchen mal oben an den Holzjob ranzukommen, um Holz zu holen. Danke, dass ihr wieder dabei seid und in der nächsten Folge Jobholung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.